Hallo und herzlich willkommen zu RPC Community TV. Euer Moderator bin ich nicht und wir zeigen euch die Weeklies der Woche in Kurzformat. Und das machen wir, weil Gaming-Branche boomt und wir wollen natürlich keine Copyrights verletzen. Dafür haben wir Verständnis. Ab geht's mit FIFA 15 und die haben für euch einen ganz geilen neuen Clip mit neuen Stars. Und der Barclay-Liga. Wer das ganze Ding sehen will, der kann natürlich in der Videobeschreibung nachschauen. Da haben wir für euch den kompletten Link verlinkt. Wir haben jetzt für euch ein eigentlich schon bekannteres Spiel. Es ist Swagger und das kommt jetzt für PlayStation 3, PS Vita und natürlich PlayStation 4. Den ganzen Clip für euch natürlich in der Videobeschreibung. Das nächste Spiel für euch heißt Coffin und ist ein Indie-Horror-Game und sollte euch eigentlich ein bisschen gruseln. Ich persönlich sehe ein bisschen zu wenig vom Trailer. Wie das Ganze im Endeffekt aussieht und ob es euch überrascht, natürlich Videobeschreibung für den kompletten Link und dem kompletten Video, und dann könnt ihr euch eure eigene Meinung darüber bilden. Wir sind mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Geboren um, das Remake eines Stars, und dieses Spiel heißt natürlich Oddworld. Das volle Video zu dem Ganzen gibt's natürlich in der Videobeschreibung. Wir finden es auf jeden Fall sehr schön, dass sowas ein sehr cooles HD-Remake auf PlayStation 4 und natürlich anderen Plattformen bekommt. Wie das Ganze wird, wir hoffen, wir können es euch zeigen. So, die Tage gab es ein cooles Video von Red Bull zu Evolve. Und da war zum Beispiel jemand von euch, den wir natürlich zu gut kennen, unseren lieben Knochen. Er hat zum Beispiel mit vielen anderen YouTubern und alten Profis zusammen ein paar Runden gezockt. Den ganzen Clip in der Beschreibung. Und wir werden natürlich, wenn wir in Berlin sein sollten und mit ihm ein Interview haben, werden wir natürlich ihn nochmal fragen, wie er das Spiel fand. So, unser letztes Ding kommt von Ubisoft. Und zwar ist das ganze Assassin's Creed. Der letzte Teil für Let's Gen Roach, und darin wird gezeigt, dass ein alter Assassine die Assassinen verlassen hat, zum Templar wurde und seine alten Kameraden jetzt beseitigen will. Und wen sieht man da als verletztes Opfer? Einen Assassinen, der die Robe von Altair trägt. Ob er es wirklich ist, können wir leider nicht sagen. Das volle Ding in der Videobeschreibung. Tja, das war's von uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Rest der Woche, ein schönes Wochenende, euch ein paar schöne Runden und damit sage ich mal bis später. You start to forget the things you should remember. It's been 10 years.